sind die 100 Milliarden, die Sie ja auch gerade angesprochen haben, 100 Milliarden Euro Sondervermögen, eher viel Geld für die Bundeswehr oder eher wenig Geld? Sie haben ja die Problematik bereits skizziert. Wir haben jahrzehntelang im Grunde die Bundeswehr nach unten gespart. Ich will gar nicht sagen kaputt gespart, aber nach unten gespart. Und in dem Zusammenhang jetzt vor den Herausforderungen, vor der die Bundeswehr steht, nicht nur in der Landesverteidigung, sondern auch im Bündnis selbst, sind 100 Milliarden da eher viel oder eher wenig? Also, um es für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer vielleicht mal deutlich zu machen, obwohl der ein oder andere das nicht, vielleicht nicht akzeptieren wird, aber es ist eher wenig. Und zwar gab es schon vor dem 24. Februar in den Bundeswehrplanungen deutlich höhere Zahlen. Diese 100 Milliarden waren eben eine Pipeline von unerfüllten Wünschen für Großprojekte, die man, deshalb konnte man auch so schnell diese Zahl generieren damals.